herzlich willkommen zu unserem letzten Vlog hier auf Kreta, bevor wir morgen die Fähre nehmen Richtung Athen. Ja, wir gehen mit einem weinenden und einem lachenden Auge, weil wir freuen uns auf unsere Zukunft, aber sind auch traurig, diese schöne Insel zu verlassen. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich endet jetzt auch die Zeit mit Caro und Phil. Wir sind 4 Wochen zusammen mit beiden gereist und es war eine wunderbare, schöne Zeit. Ja, viel zu kurz auf jeden Fall. Wie ihr im Titel gelesen habt, wird hier wahrscheinlich gleich ein Hund adoptiert. Und zwar ist der Nachbarshund Luki vor ein paar Tagen abgehauen und war 7 Stunden weg. Wir waren 7 Stunden voller Sorge und er ist zu einem Hundeschelter gelaufen. Und da war dann so eine süße Hündin dabei. Ja, und die kommt hier gleich vorbei. Aber wir lösen das gleich auf, also bleibt gerne dran. Und danach fahren wir zusammen zu einem anderen Stellplatz, wo ein alter Freund auf uns wartet mit einer alten Freundin von Nusa. Nusas erste Freundin eigentlich, Mala. Ja, auf Sardinien haben wir die kennengelernt. Da haben wir gerade Nusa ganz frisch adoptiert und Mala hat der Nusa so ein bisschen schon mal gezeigt, Benehmen beigebracht. Läuft im Leben und wir hatten eine richtig schöne Zeit. Ja. Und heute treffen wir uns wieder, freuen wir uns auch sehr drauf. Und dann nehmen wir euch mit auf die Fähre. Wir haben keine Kabine gebucht, aber ich werde euch nochmal die ganzen Optionen erzählen, welche Route es gibt von Kreta nach Hause. Zumindest mit dem Van und für welche wir uns entschieden haben und auch warum. Aber wir haben keine Kabine gebucht. So viel kann ich mal verraten. Wir sind hinterher mit Kabine gefahren und haben uns jetzt entschieden, aber ohne zurückzufahren, weil so eine Kabine ist einfach so schweineteuer. Ich glaube 160 Euro mehr nur für 9 Stunden, ja, die wir da verbringen. Und dann pennst du eh nur 5 Stunden drin und die letzte Kabine, die wir hatten, die hat so nach Fuß gerochen. Das Doofe ist halt natürlich, dass es nachts ist. Ne? Tagsüber wäre es, glaube ich, ein bisschen chilliger. Aber gut, diese Erfahrung muss man auch mal sammeln, ne? Und die teilen wir dann mit euch. So, wir wollen euch nicht zuquatschen. Genug gequatscht. Woo! Hallo, ich bin auch da. Ich bin Nusa, ich bin auch da. Ja, wir fahren ja morgen mit der Fähre, verlassen wir ja Kreta, deswegen haben wir keinen Hund adoptiert. Das wäre jetzt, glaube ich, echt ein bisschen too much. Ja, unsere Nachbarn Philipp und Caro haben einen Hund adoptiert vom Shelter und geben dieser wunderbaren Seele ein Zuhause. Sie ist ziemlich, ziemlich süß und ja, es wird ein aufregendes Projekt für die beiden, aber wir freuen uns auf jeden Fall mega. Sie ist richtig süß, die Kleine. Sie ist sehr süß, ja. Auch adoptiert. Wir lassen die vier jetzt noch mal ein bisschen eingrooven und Melli und ich fahren jetzt mit Nusa schon mal weiter zu unserem neuen Stellplatz, müssen aber vorher noch mal ein bisschen einkaufen, denn wenn wir morgen auf die Fähre fahren, möchte ich, dass alles voll ist mit Essen und Trinken, sodass wir uns dann, wenn wir in Athen ankommen, um nichts mehr kümmern müssen und erstmal ein bisschen Strecke machen können. Wir haben uns für die 2800 Kilometer, die wir von Athen bis hoch in den Norden Deutschlands nach Wolfsburg fahren wollen, das sind das 2800 Kilometer, da haben wir uns 10 Tage Zeit genommen. Also pro Tag ca. 300 Kilometer, das sind so für uns so 3-4 Stunden Fahrt. Ich denke, das ist ganz angenehm auf so eine lange Dauer. Ja, mal gucken, wie das läuft. Das sehen wir dann im nächsten Video. Jetzt packen wir hier erstmal zusammen und verlassen diesen schönen Platz, in dem wir jetzt mehrere Tage standen. Und ja, ein bisschen traurig, aber wir freuen uns total auf die, ja, neuen Sachen, die kommen. Denn wir müssen Vanlife loslassen, damit halt neue Projekte Zeit und Platz in unserem Leben finden. Standen, aber hier können wir uns jetzt zu dritt gut hinstellen, oder? Ja, wir waren, glaube ich, vorne auf der Wiese oder so.
die Luisa wieder da? Ja? Ist sie wieder da, die Luisa? Ja, Lucy, freust du dich auf Marla? Ja, das war deine erste Freundin, ne? Deine erste Freundin. Oh. Deine erste Freundin. Ja, kaum zu glauben, dass es 1,5 Jahre fast her ist, ne? Nein, da sagst du, die kennen sich nicht mehr. Ein richtiger Hundetag heute. Ja. Hier, da ist er, der Matthias. Und Marla. Hallo. Na, ihr zwei habt euch wiedererkannt, gell? Vielleicht erkennt ihr Matthias auch wieder und Marla. Und zwar haben wir die zwei ja auf Sardinien kennengelernt, Orosei Beach. Und da haben wir auch Nusa adoptiert. Und da haben uns die zwei die ersten 10 Tage ganz schön geholfen, weil wir gar keine Hundeerfahrung hatten und auch gar nichts zu essen und so weiter. Und Marla hat mit Nusa richtig doll gespielt. Also ist Nusas erste Freundin sozusagen. Und es ist richtig schön, dass jetzt so am Ende unserer Vollzeit-Vanlife-Reise ja, sich dieser Kreis sozusagen schließt und wir uns hier nach 1,5 Jahren wieder getroffen haben. Matthias hatte mich angeschrieben vor ein paar Tagen und dann war er auf einmal da. Ja? So, und jetzt machen wir uns einen schönen letzten Abend hier noch auf Greta und gehen gleich noch mal eine Runde spazieren. Melli macht da vorne noch frische Blumenerde. wir haben noch ein bisschen Blumenerde gekauft, weil uns sind die manchmal so runtergefallen und dann war die Blumenerde weg und jetzt haben wir gesagt, wir müssen die mal auffrischen. Das ist zu essen hier, ne? Dann sieht das ja so sad aus, wenn so Kackblumen, tote Blumen im Van sind. Ja, und dann sehen wir uns, würde ich sagen, morgen wieder. Wir nehmen euch mit auf die Fähre und nach Heraklion und wir gehen zum Chiropraktiker. Ich lasse mich knacksen und bin mal ganz gespannt, wie das wird. Also bis morgen, tschüss. Der letzte Morgen auf Greta. Wow, das ist ein schöner Morgen. Wow, wir haben heute noch gleich einen schönen Sonnenaufgang, Schatz. Also aufstehen. Das war's jetzt. Der letzte Morgen auf Greta ist rum. Das Wasser heute ist sehr ruhig. Es ist auch überhaupt gar kein Wind gemeldet, kein Gewitter. Deswegen glaube ich, haben wir eine richtig gute Überfahrt nach Athen. Die geht ja 9 Stunden. Und wir haben keine Kabine gebucht. Das heißt, wir setzen uns einfach auf diese Sitze. Warten die ganze Nacht, bis wir um 6 Uhr früh in Athen sind. Matthias, wenn du das siehst, schön, dass wir uns hier nochmal gesehen haben. Richtig, richtig cool. Und wir verabschieden uns jetzt nochmal von Matthias. Und dann geht's weiter nach Heraklion. Der gleichen Liebe wie du. Ah, die werden wir suchen. Hast du recht. Ich auch. Aber wir machen erstmal Schluss. Schön, dich nochmal gesehen zu haben. Irgendwo sehen wir uns wieder. Ja, auf irgendeiner Insel. Auf irgendeiner Insel. Wie gesagt, wenn du die A5 entlang fährst im SWR3-Land. Ja, oder du kommst bei uns vorbei. Sobald du SWR3 im Radio hörst. Ja. Herr Seidel. Ja, bitte. Sind wir fertig? Sind wir fertig. Jetzt geht's zum Chiropraktiker und dann geht's für euch zurück nach Deutschland. Ja. Ja. Ich mich sehr freue und gleichzeitig todtraurig. Mhm. Auto springt an. Es kann losgehen. So, ich war eben beim Chiropraktiker, kam eben zurück und es hat weniger geknackst, als ich gedacht habe. Also bin ich gar nicht so schief. Habe auch viel Lob bekommen für meinen stabilen Körper. Und jetzt ist Melli da.
jetzt holen wir sie ab und dann gehen wir nochmal in den Café und ich bin gespannt, was Melli sagt, weil mich hat er ziemlich fest gepresst so, der hat auch so ein bisschen massiert und Melli mag das ja nicht so, wenn man sie so fest anpackt. Also, gucken wir mal, was Melli sagt. Wie war's? Ja, geil. Ja? Oh, ein bisschen, doch, ich fühle mich wacher gefühlt. War sehr gut. War sehr gut? Hat er dich nicht zu doll angepackt? Also es hat schon ordentlich gerumst, sag ich dir, zum Schluss einmal. Der Hals, der ganze Hals fällt mir ab, ey. Hat geknackst, ne? Aber hallo. Bei dir nicht? Doch, bei mir hat es auch viel geknackst, aber weniger als erwartet. Also es gab mir so einmal, ich dachte erst mal, massiert und macht und tut. Wann kommt denn dieses Knacksen? Massiert und macht. Ich musste mich die ganze Zeit so totlachen, ne? Ja. Ich hab mich massiert, ich hab so gelacht. Auch. Oh, ich konnte also nicht. Hatte ich aber auch. Und es hat so gekitzelt und hat wehgetan, beides gleichzeitig. Ich musste so lachen. Also wirklich, ich dachte mir, ich komme mir richtig bescheuert vor. Ich auch, ich habe auch nur gekichert. Ich musste auch schon lachen, ich hab so gelacht, ne? So, die Aufregung steigt so langsam. Wir haben uns gerade nochmal den Bauch vollgehauen, haben uns von den anderen verabschiedet. Das habe ich euch jetzt mal erspart. Ja, sind jetzt auch ein bisschen traurig, dass sich die Wege erstmal trennen, aber wir sehen uns ja irgendwann auch mal wieder auf dieser schönen Welt. Wir haben schon oft uns verabschiedet von tollen Menschen und oft haben wir uns auch wieder getroffen. Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich traurig und jetzt mit der Verabschiedung von Philipp und Caro kam irgendwie in mir auch so dieses Gefühl jetzt von Veränderung. Jetzt geht's los. Jetzt kommt das Neue auf uns zu. Ja. Man hat es immer so ein bisschen verdrängt die letzten Tage. Ich bin auch irgendwie richtig müde gerade. Es ist irgendwie gerade so, ich glaube, die Aufregung und das Ganze hat mich jetzt gerade richtig erschöpft. Ja, ja, und auch das Verabschieden und so weiter. Ich meine, aber jedes Festival, egal wie schön es ist, ist halt auch mal zu Ende. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt 9 Stunden Überfahrt ohne Kabine. 160 Euro haben wir uns gespart. Dafür haben wir sie beim Chiropraktiker ausgegeben. Genau, was wirklich gut war. Also ich fühle mich wirklich gut. Jetzt ist der Van aber noch ein bisschen kleiner. Ich blende euch hier unten mal ein, was für Optionen wir hatten, weil wir haben uns nämlich dagegen entschieden, mit der Fähre dann Richtung Italien zu fahren und hochzufahren, weil das war zu teuer. Wir wollten keine 2 Fährfahrten machen und wir haben uns für die günstigste Option entschieden und fahren jetzt halt über den Ostbalkan Richtung Deutschland. Das heißt, wir fahren von Griechenland nach Bulgarien, nach Rumänien, nach Ungarn, dann glaube ich nach Tschechien. Ich weiß gar nicht, ob da Österreich oder Slowakei dann dazwischen liegt. Und dann sind wir in Deutschland. Wir haben uns halt für diese Route entschieden, weil A, verläuft sie durch die EU und wir brauchen keinen extra Ausweis für Nusa. Also die Strecke durch Serbien haben wir nicht genommen, weil wir oft gehört haben, dass die Grenzkontrollen mega krass wären, dass die teilweise Vans auseinandernehmen würden und 4 Stunden lang teilweise alles auseinanderbauen. Da haben wir gar keinen Bock drauf. Und wir bräuchten dann halt diesen Ausweis für Nusa. Genau, also bleibt eigentlich nur entweder Griechenland und die Fähre Italien. Wollte man nicht. Also haben wir uns über den Landweg entschieden. Ja, wir müssen ja noch ganz viel Möbel kaufen. Ist auch alles teuer. Mhm. Und die 1000 Euro oder noch sogar, ich glaube 1000 Euro mehr wären das gewesen. Mhm. Ne? Die nehmen wir für eine schöne Couch. Ja, vielleicht finden wir unterwegs ja so einen Dukaten-Scheißer. Den packen wir dann ein. Und dann kann er uns schön so einen Goldesel finden wir vielleicht unterwegs. Und dann würde ich sagen, pack mal's. Wir sehen uns dann gleich auf der Fähre wieder. Ja, sir, das kann ich später. Is this my ferry? Yes. This is the ticket? Okay. Das riecht wieder nach Arsch. Mhm. Nun, kleiner Arsch vielleicht. Ja, sir. Yes, sir. Is this the ferry to Athens? Yes. Okay. Ja, wir saßen jetzt noch so eine Stunde im Auto und jetzt gehen wir hoch an Deck. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die auf der Fähre unten im Auto geblieben sind im Van. Aber ey, das ist schon hier so mega laut und irgendwie habe ich auch ein bisschen Platzangst. Und wenn dann hier alles zu ist, könnte ich da nicht bleiben. Ah, vielleicht keine so gute Idee gewesen, die ganze Zeit im Van zu warten. All die guten Plätze sind jetzt schon belegt. Jetzt geht's los. Die Fähre ist voller als erwartet. Und vor uns liegen jetzt 9 Stunden.
gespannt, wer sich da hinter uns legen wird. Aber wir haben es jetzt hier gemütlich gemacht. Ich meine, wir sind jetzt auch keine 20 mehr, aber ganz ehrlich. Das ist wie so ein Flugzeug. Man, da fliegt man manchmal auch 13 Stunden unter. Ja, und da kann man sich auch nicht hinlegen und pennen. Und wir fahren jetzt so noch 8,5 Stunden. Die erste halbe Stunde haben wir schon hinter uns. Und jetzt gucken wir uns unsere Lieblingsserie aktuell an, und zwar Virgin River. Ich hätte niemals gedacht, dass so eine Serie mal meine Lieblingsserie wird. Aber sie ist mega entspannt. Wir bringen ein bisschen Ruhe rein. Und wenn wir morgen in Athen ankommen, fahren wir noch ungefähr 2 Stunden aus Athen raus. Und dann sind wir an heißen Quellen schon. Den ganzen Dreck von uns abwaschen. Und dann planen wir erstmal weiter. Schlafen ist doch eigentlich entspannt. Ja, es ist doch voll schön. Was hat sich da auf die Decke von diesen Typen gelegt? Da magst du schlafen. Hast du deinen Schlafplatz gefunden? Und was ist, wenn der Typ kommt, dem die Decke da gehört? Komm, mach sie lieber weg da. Komm mal her. Oh. Irgendwann. Der Boden ist hart. Und irgendwann konnte ich aber im Sitzen nicht mehr schlafen. Und dann habe ich mir gedacht, ich will mir diesen Chiropraktiker-Besuch nicht ganz kaputt machen, also muss ich mich auf den Boden legen. Ey, und ich habe überraschenderweise gut geschlafen. Und jetzt haben wir 5:10. Und wir sind gleich da. Und? Willst du wieder machen? Ja, viel Schlaf habe ich nicht, aber war unbequem, aber okay. Okay, ne? Aber ich habe das Gefühl, das haben wir früher einfacher vertragen. So eine Nacht mit wenig Schlaf. Ja. Aber wir sind da. Geschafft. Und weiter geht's. Jetzt, wir jetzt haben wir nur noch wie viel? 2800 Kilometer vor so uns. So circa, ja. Die ganzen Wohnmobile da auf dem Platz? Das kennen wir ja von Greta gar nicht. Ach was. Hey, das waren vielleicht alle Camper, die nach hier stehen. Boah, wie voll! Aber der Platz ist doch groß, guck mal, da war genug Platz. Ey, aber so viele Camper waren vielleicht auf der ganzen Insel. Krass, da ist ja richtig lang, was los. Lange nicht mehr gesehen. Und es riecht schon so ein bisschen nach Schwefel. Riechst du das? Naja, wir sind auf vielleicht mein Furz, nein, Spaß. Kann auch sein, kann auch sein. Wir sind jetzt auf jeden Fall an den heißen Quellen, an den Hot Springs. Und ich bin so gespannt, wie es da aussieht, weil ich habe gute Kommentare gelesen, die voll begeistert nach waren. Nach 300 Metern und nicht so gute befindet Kommentare. Sich das Ziel auf der linken Seite. Oh, halt doch mal deine Klappe. Und ja, hier sieht es schon mal ein bisschen gruselig aus. Da vorne sind aber ganz viele Camper. Ja, wir sind gespannt. Angekommen und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Ich finde es irgendwie schön, aber irgendwie auch nicht so. Also das Wasser und die Quelle an sich sieht schon sehr schön aus. Da werden wir bestimmt noch mal gleich reingehen nach dem Frühstück.
Ja, die heißen Quellen sahen ja richtig gut aus. Waren noch ein paar Leute schon drin. Und wir werden jetzt eine Runde frühstücken und uns dann auch da schön baden bei richtig heißem Wasser. Ich glaube, das sind 39 Grad. Und dann werden wir mal schauen, ob wir hier noch bleiben oder ob wir weiterfahren. Das seht ihr dann aber im nächsten Video. Wir haben in dem Video gesehen, wie Phil und Caro eine Hündin adoptiert haben. Wir haben uns mit Matthias und Marla getroffen. Ihr habt eine Fährfahrt mit uns überlebt und wir auch mit wenig Schlaf. Dafür geht es uns aber überraschend gut. Ja. Und jetzt diese heißen Quellen. Also wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert und teilt dieses Video mit allen Leuten, die ihr mögt und liebt. Sprecht über uns und mit uns und wir freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet. Jetzt beginnt nämlich unser großer Roadtrip durch den Ostbalkan. Ostbalkan, korrekt. Also, in diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ich hab Hunger, was gibt's jetzt zu essen?